Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Und zwar heute wieder mal zu Lilco. Ja, wie letztens auch schon mal. Die Reaction kam damals eigentlich auch ziemlich gut bei euch an. Und ich habe mir gedacht, wir hören uns mal noch ein paar ältere Songs von ihm an. Ja, älter mehr oder weniger. Ist jetzt circa ein Jahr alt hier. Lilco Lucifer. 71.000 Aufrufe, Bewertungen. Ja, gehen so. Ich würde sagen, Freunde, wir starten rein hier. Geht gerne rüber, aber sage ich schon mal vorab, supportet den auch gerne von mir aus. Ich finde die Musik, die er macht, eigentlich ziemlich gut. Let's go. Gut, ja, über die, was heißt VFX-Effekte? Greenscreen-Effekte lässt sich hier streiten, aber gut. Man hört auf jeden Fall irgendwie so ein Flüstern oder sowas im Beat mit drin. Das ist vielleicht der Teufel dann, okay. Oh ja, Mann, sehr nicer Übergang hier in der Hook. Beat auf jeden Fall, typisch, ja, typischer, ich würde schon fast sagen, Lilano-Type-Beat. Ihr wisst, ich meine das aber ja immer gar nicht böse oder negativ. Ja, aber trotzdem, die, sag ich mal, die Parallelen, die merkt man natürlich trotzdem. Ja, schöner Beat. Ich weiß gar nicht, wir können mal ganz kurz schauen, wer hat den Beat gemacht hier in dem Fall. Bei DiMX, ja, keine Ahnung, bei den Namen. Ich bin rein. Das hier finde ich geil, ab dem Stimmen in meinem Kopf, finde ich, ist die beste Stelle im Song. Hook, sehr nice natürlich gemacht, auf jeden Fall. Ja, übrigens ganz kurz mal, was ich noch sagen wollte. Bei ihm sind immer die Kommentare deaktiviert, aber von YouTube aus. Und bei mir war das bei meiner letzten Reaction auf ihn auch so, bei VIP. Deswegen kann es auch sein, durchaus, dass die hier auch deaktiviert. Erst waren sie aktiviert und dann wurden die deaktiviert irgendwie, keine Ahnung. Also nur, wenn ihr euch vielleicht wundert, warum die aus sind, nicht, weil ich die ausgemacht habe. Ja, ich zähle 100 Tage. Du schätzt ihn und sieht, doch heute werde ich gefeiert. Manche Freunde werden Ratten, nennt sie Geier. Ich will doch immer, ich darf nicht flüstern. Das Einzige, was ich sagen muss beim Video, was ich halt überhaupt nicht feier, sind die Farben. Ja, keine Ahnung, finde ich. Auch hier zum Beispiel gerade, ja, weiß ich nicht so. Ist irgendwie. Keine Ahnung, Mann. Auch hier zum Beispiel gerade sieht man das auch. Die Farben irgendwie. Einfach nicht nice in meinen Augen, ja. Ansonsten, videomäßig kann man definitiv mehr rausholen. Ich finde, was gut war, waren eigentlich die Aufnahmen im Wald. Die waren ganz cool. Ja, hier bei diesem Tunnel-Dings da, wo er da durchgelaufen ist, beim Bahnhof eigentlich auch. Ja, videomäßig kann man mehr rausholen, machte aber mittlerweile auch. Bei VIP war das Musikvideo eigentlich ich nicht geil. Muss man ihm aber lassen, ja? Mit Frauentausch hier. Nice Line. Aber das ist natürlich wieder einer der Gründe, warum sich die Leute dann drüber aufregen, weil das halt, ja, weil sie ihm das halt nicht abkaufen. Komischerweise Leute, die ähnliche Musik machen, wo man die Gesichter noch nicht mal kennt der Personen, da würde man sowas nicht in Frage stellen. Oder bei irgendwelchen anderen Leuten, wo man die Gesichter meinetwegen auch kennt. Aber bei ihm dann halt natürlich schon, gut, ja, das liegt halt wieder da dran, weil man ihn halt im Musikvideo sieht und er etwas jünger ist. Sage ich auch immer dazu, aber es werden ja wahrscheinlich auch immer andere, verschiedene neue Leute sehen. Und damit ich halt dann meine Meinung auch insofern gut zum Ausdruck bringe, wiederhole ich mich vielleicht manchmal, aber ja. Wie bei Frauentausch.
muss ihm aber auch lassen, er hat auf jeden Fall ein Gefühl für Melodien und sowas. Ja, und generell, wie er das umsetzt und so, ich denke mal, das wird wahrscheinlich schon alles von ihm kommen. Und da wird jetzt niemand dahinter sitzen, der sagt, ey, mach das mal so, mach mal hier so. Keine Ahnung, das würde mich interessieren, ja. Ja, keine Ahnung, kannst du mir gerne mal beantworten, ob du das alles selber drauf kommst oder ob dir da irgendjemand dabei hilft oder wie das so entsteht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, songmäßig finde ich, ist wieder auf jeden Fall ein guter Song. Kommt für mich nicht ganz an Dior Savage ran. Da habe ich auch eine Reaction abgedreht, die wird auch online kommen auf jeden Fall. Und ja, VIP, wie gesagt, ist auch online. Und heute, wo ich das aufnehme, kommt auch um 18 Uhr, also in ja, 1,5 Stunden, auch wieder ein neuer Song. Den werde ich dann natürlich auch wieder anhören. Wirklich, Bro, das, also finde ich, ist das beste Outfit gewesen, wie du das im Video anhattest. Die gelben Schuhe, naja, da lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Passt zwar zur Tasche, aber ja, fühle ich jetzt auch nicht so. Ansonsten mit dem Kreuz hier, das habe ich gar nicht so richtig realisiert, ist aber auch eine geile Idee auf jeden Fall. Da könnte man natürlich eher sowas machen, irgendwie, keine Ahnung, meinetwegen muss ja noch nicht mal wirklich irgendwie so ein LED-Kreuz oder so aufgebaut werden, aber könnte man im Nachhinein halt natürlich auch nochmal was anderes machen. Ja, deswegen, wie gesagt, Video kann man viel rausholen, auf jeden Fall. Beim neuesten Video war es eigentlich soweit, würde ich sagen, ziemlich gut sogar. Ja, aber ansonsten vom Song her ist auf jeden Fall nice. Hier nochmal die Aufnahmen im Wald. Habe ich mal ein Musikvideo gesehen bei Spacey, der hatte da zum Beispiel das Moos, war dann so gegradet, dass das halt lila war. Das wirkt dann auch nochmal geiler, aber ich glaube, es war jetzt auch nicht unbedingt hier so gedacht, dass der Fokus so krass auf dem Video liegen muss, sondern natürlich auf dem Song. Und da muss man aber sagen, ich will mal wissen, auch wer hat das gemixt und gemastert. Highlights Film Production, das hier, okay, Mix und Mastering sogar er selber. Aber ich finde, dafür ist es eigentlich ziemlich gut. Also man merkt, es sind sehr viele Höhen auf jeden Fall drin. Aber, würde ich sagen, hat er auch gut gemacht. Okay, Freunde, so viel dazu. Das war's mit dem Video hier. Das haben wir ja alles schon gehört gehabt. Ja, kommentiert gerne eure Meinung wieder unten in die Kommentare. Ich glaube, auch bei der Reaction waren die Bewertungen eigentlich ziemlich gut bei mir gewesen. Geht auch gerne hier rüber natürlich, damit die Bewertungen hier auch ein bisschen besser werden. Noch beim neuesten Song sind sie sogar, glaube ich, aber positiv. Also mehr positiv als negativ. Und ja, checkt ihn gerne ab, streamt die Songs, was auch immer, Freunde. Er ist auch auf dem Weg zu den 10k, genau wie ich. Ja, gerne auch bei mir hier ein Abo dalassen, bei ihm auch. Und wir sehen uns wieder mit dem nächsten Video. Keine Ahnung, wahrscheinlich sogar morgen oder so. Ich weiß noch nicht genau, wann das hier online kommt. Wie auch immer, bis dann, Freunde. Ciao.